So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und wie ihr seht, wir sitzen wieder im Auto. Das kann nur eins heißen, Entei Raid Tag oder Entei, nicht zu verwechseln mit Hentai. Und hier ist auch die Kuh dabei, ne? Die hat heute einen ganz besonderen Auftritt. Das ist unser Glücksbringer. Wenn ein hundertprozentiges Entei hat, 1984. Und vergesst vor allem nicht die Glückseier. Viele steigen ja heute wieder auf und haben gesammelt, dass sie das immer an so einem Raid-Tag oder an einem Community-Day machen. Und der Ramses sieht heute aus wie ein Franzose. Hier mit dem Malaga verstehst T-Shirt. Wer das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich werde jetzt fix noch die Handys zurecht machen. Hier der Devorus ist wieder am Start. Und der Extreme, der ist auch richtig am Start. Der Kenny ist am Start, hat sogar ein Cabby auf. Der Cabby Kenny. Und da ist wieder die Liste, die Raid-Liste. Alles wie gewohnt. Drüben seht ihr noch ein Fahrlaub, ein Mäxchen, ein Fränzchen kommt dann erst dazu. Aber der Viant ist noch am Start. Und mal gucken, wir müssen, glaube ich, heute sogar zwei Gruppen machen. Also wenn der Lift-Up-Raider noch mit Familie kommt, dann wird es nämlich eng. Wenn nicht, können wir eigentlich so rein. Wir gucken dann mal, wie wir es machen. So, das erste Enter ist gelegt am Denkmal von, keine Ahnung. Habe jetzt den Namen nicht im Kopf. Und wir haben nichts. 1952. Nichts. 1969, das wird schon immer besser. Und nichts. Wunderbar. 1954. Jemand ein Shiny? 39 ist mein höchstes. Ich kämpfe noch. Jemand mehr als 69? 36, 36. Also nicht gut. Drüben schreit auch keiner rum. Fangen wir es mal kurz, gehen weiter. Und wir müssen zwischendurch mal noch die Geschenke aufmachen. Guck mal, mit wem wir noch aufsteigen. So, Glockenbrunnen ist auch fertig. Wir drücken mal wieder fix durch und wir haben einen Fehler, noch einen Fehler. 1973. Das sieht schon mal gut aus. Shiny. Shiny. 1914. Ein Shiny mit 1935. Richtig cool. Das einzigste Shiny, ja. Dann fangen wir das hier. Der ist leider abgehauen, der rennt immer zu einer Weltgeschichte rum. Eigentlich wollte ich mit 4 erstmal. Ja, das sind die freien Pässe halt für den Arsch. Aber nicht schlimm, wir fangen und dann ziehen wir nochmal weiter. So, während der Fahrer fährt, wollen wir mal kurz hier die Geschenke aufmachen und die Hyperfreunde abholen. Haben wir einmal den 0 Max 6. Oh, der hat sogar schon einen Shiny Pandir. Dann den Amariti 1337. Den holen wir noch ab. Dann Bärli 2019. So ein richtiger Bär. Das ist doch ein süßer Name. Nein, mit dem habe ich vorhin noch geschrieben, das ist abgesprochen. Joni geht leider nicht. Zandra X können wir noch abholen. Der Rest kann ja schon mal in die Lobby. Und dann, ja, da war es das jetzt fix. Und wir gehen gleich rein, denke ich mal. Gehen wir rein? Weiß ich nicht drin. Ja. Ihr seid drin? Naja, wenn die da stehen, das kriegen die schon die sitzen, mit. Ja. Und wir gehen in die Lobby und nehmen den nächsten mit. Und jetzt überschlägt sich wieder die ganze Animation. Ah, Pass und noch mehr. Und los geht's. So, der Busbahnhof ist auch down. Vorne war noch der Tobi dabei jetzt. Und die Christel, die sind dazugestoßen. Die anderen haben wir verloren. Die müssen jetzt so weitermachen. Es sind sonst einfach zu viele Leute. 1950, das höchste hier in der Runde. 66. 66, kein Shiny dabei. Wir sind schon wieder zum Busbahnhof gefahren, dass wir dann gleich hier weitermachen können. Aber, ja, ich hoffe, die anderen kommen auch hinterher. Sonst wird es ein bisschen problematisch. So, Busbahnhof ist auch durch. Wir drücken mal wieder durch und wir haben 1964. 1960, was? Hat schon wieder ein Shiny. 1977 habe ich hier als höchstes. 1977 das höchste, glaube ich. 60 noch. 1960 noch da. Hier auch 1960. Immer noch kein 100er. Schon zwei Shinies dabei. Immer vorne rechts aus der Ecke. Das muss wohl was heißen. Da muss ich doch, sonst ist es ja zu spät. So, die Sportanlage ist auch down. Und wir haben eine gelbe Spinne gefunden. Was willst du denn? Und er hat schon wieder einen Shiny mit 1944. 1965. 1965, da das höchste. Hat jemand mehr? Nee. Gut, dann zieh mal weiter.
müssen jetzt auch die Accounts wechseln auf die zwei anderen noch und ja, mal gucken. Er kriegt ja eh immer vorne rechts. Merkt euch, vorne rechts, immer vorne rechts sitzen. Nicht hinten im Bus, vorne rechts im Auto. Bester Platz. So, und Brügge X-Raid Arena. Die ganzen Themaraner sind auch gerade vorbeigefahren in der Kolonne mit 2 Millionen Autos. Jeder einzeln, so wie es aussah, fast. Der vierte Account ist auch jetzt dabei und macht mit. Aber wir haben... Ich sehe schon das... Wieso denn? 1961. Zeig mal. Gartner. Da ein Shiny mit 1927. Hier wieder mal nix, aber 1960 dabei. Da. 61. Ihr seht, deins ist 61? Yep. Ihr seht jetzt also 4 Accounts. Jetzt hat es geklappt, nachdem der die ganze Zeit an der Brücke war. Und als wir dann hierher gefahren sind, stand er plötzlich da drüben. Also da veräppelt mich heute ein bisschen. Aber wir fangen jetzt, gehen gleich zum Theater und... Heute kriege ich bestimmt eins auf dem Großen. Nö. Es ist ja ein Entei, da habe ich ja schon einen 100er. Da muss ich ja auch einen Shiny bekommen. Also nicht so wie bei Raikou. Aber wir sehen mal, was noch so geht. So, und das Theater ist auch gelegt. Wir drücken mal wieder schnell durch. Kannst du das? Und wir... Oh Mann, ich hab's gewusst. Nichts. 62. 1973 ist dabei. Das sieht doch schon mal gut aus. Jemand was Höheres? Ja. Jemand was Scheinigeres? Gut, dann geht's dann weiter zum Löwen. So, die erste Stunde ist vorbei. Der Löwe ist auch vorbei. Und wir haben unser erstes... nichts. Shiny. Wie, was? Warte. 1953. Vorne. 1939. 1953. Zwei Shinies dabei in der Runde. Nicht bei mir. Nicht mit mir. Sowas mache ich nicht. 1949, okay, das Beste hier. 65 hätte ich noch. 65er hätte er noch. Hättet ihr noch Platz? Ja. Oh, da ist ja. Es ja wieder voll eng, aber ja, du, im Kofferraum ist Platz. Gut, wir kriegen gleich noch Zuwachs. Zuwachs. So, Stolpersteine, Heimvorteil, sollte man denken, aber da fliegt man einfach aus der Lobby. Und jetzt alleine mache ich den Raid natürlich nochmal. Da lasse ich mir nicht die Butter vom Brot nehmen. Drücken wir kurz die anderen durch. Toll. eben erst eingestiegen und direkt Shiny. Wie viel hat er es? 1976. Die rastet ja komplett aus. 84 ist ein 100er. Sonst jemanden Shiny? Ein gutes? Soll ich mir den machen mit dir, ja? Nein, geh weg. Und was haben wir hier? Können wir hier gucken. 57 das Beste. Da geht nichts. Vielleicht, wenn wir gefangen haben, sind die anderen schon da, machen eine Lobby auf und dann kann ich joinen, aber das glaube ich nicht. Aber wir gucken jetzt mal weiter. Wir müssen nämlich noch zum Turm, zum Old City Tower. Wenn nicht, habe ich halt bei dem einen Pech. Oh, hab schon gefangen. Ja, das ist ja klar, das geht ja. Und das dann auch auf dem kleinen Account. Auf dem gelben. Da bringt es ja eh nichts. Gelb ist halt immer, gelb steht für Glück. So. So, ihr seht, wir sind in voller Fahrt. Der Fahrtwind, der tut mein langes Haar durch die Gegend schleudern. Und wir haben es geschafft, obwohl ich rausgeflogen bin. Aber da kam noch eine Gruppe an. Grüße gehen raus. Danke fürs Mitmachen. 1968 ist sogar richtig gut. Jetzt haben wir gewartet, bis das Go-Zeichen war und sind auf dem Weg zur nächsten Arena. Das fange ich noch schnell. Und dann können wir den Stadtturm noch machen, also den Old City Tower. Hat also geklappt. Nicht einen Raid weglassen, sondern alles mitnehmen, was geht. So, sogar sowas, hey! So, am Old City Tower angekommen. Das eine Handy spackt schon wieder rum und fliegt durch die Gegend. Und wir haben... Zwei Shinies. Ja, bei mir gar keins und sie gleich zwei Shinies. Da, warte mal, ich muss es mal rumdrehen. Eins, zwei, 1947 und 44, also... Da hat ja jemand Glück gehabt. Bei euch da vorne was? Nee, 67 als Besten. Aber nur auf den 1968 ist hier noch dabei. Das können wir ja mal fangen. Das ist zu weit weg. Das hier und da ist nichts. Gut, dann müssen wir eh gleich nochmal wechseln. Zwei Accounts und die nächsten 5 Reihen Pässe mitnehmen. So, der Raid an der Sonnenuhr ist auch durch. Wir drücken mal kurz, aber nicht zu doll. Sonst geht's nicht. Ach, und wieder kein Shiny. Ich freue mich so sehr. 72. Ich habe auch keins.
Und auf den anderen auch nicht. Aber überall 1952. Was will man mehr? 1954. Jemand was Besseres? 72. 72. Alles klar. Shiny nicht dabei. Gut, machen wir gleich noch Dino. Ist ja nur ein Meter entfernt. So, und der Dino. Wie soll ich den jetzt da drauf drücken? Das geht doch gar nicht. Der Dino ist auch... Shiny. Jetzt wartest du. Jetzt musst du es festhalten, bis ich hier durchgedrückt habe. Shiny. Langsam reicht es mir. Jetzt wartest du. Ach Mann, nix. Warte, da vorne. 1923, das nächste Shiny. Und 1955, auch richtig gut. 1980. Der Deveris. Das ist sein letzter Raid, hat er gesagt. Da räumt er nochmal richtig ab. 98er. Tippen wir mal alle. Hier ist noch ein 64er dabei. Nicht so krass. Aber gleich geht's weiter mit... Stadtwappen und alte Kirche, wenn die so heißt. Gut. Schwimmbad fällt ja aus, ist ja X-Ray Arena, ist ja, sind ja Pässe raus, dafür haben wir ja Brücke mitgenommen. So, jetzt wo der Deveris weg ist beim Stadtwappen, sind die Shinies natürlich für mich reserviert. Och Mann! Shiny! Was wollt ihr denn immer zu? Der hat schon wieder ein Shiny da vorne mit 1952. Und die hat auch schon wieder eins mit 1950. Aber hey, guck mal, da auf dem Kleinen ist eins mit 1968. Das ist doch cool. Leider nicht auf dem Großen. Aber der Große. Alter, hier riecht's aber nach Weed, Bruder. Die zwei da vorne. Guck mal, die Weed Girls am Start. Auf jeden Fall 1979 auf dem Großen. Das können wir mal mitnehmen, auch wenn es kein Shiny ist. Aber wenigstens auf dem Kleinen das erste Shiny. Da freue ich mich. Da, jetzt ist der Tag gerettet. So, das Kirche ist jetzt auch durch. Wir gucken mal. Die Christel will uns nämlich auch gleich verlassen. Wieder kein Shiny auf dem Großen. Auf den anderen auch nicht. 1957, das höchste hier. Was hast du so? Nur Müll. Nur Müll. Da vorne was Gutes. 65, was Shiniges. Schillerndes. Und ich glaube, der Extrem verlässt uns nämlich jetzt. Und die Christel. Das ist ja mal, dann sind wir nur noch zu zweit. Aber vielleicht stoßen die anderen ja dann wieder dazu, der Fahrlaub und der Lift-Up-Raider nochmal. Und dann geht's natürlich richtig genial weiter. Nächster Stop, Friedhof. So, Soldatendenkmal ist auch nieder. Jetzt habe ich nur noch drei Handys am Start. Und wir haben 1934 auf dem, 1968 als Shiny. Hier auf dem kleinen Account, das kann man mal mitnehmen. Ansonsten bei euch ein Shiny irgendwo? Ja, hier. Warte mal. Da was dabei. Richtig gute Sache. Und da noch eins. Oh, das ist aber schön. Kann man hier sitzen bleiben wie ein Penner. Jemand was über 68? Nee, eins drunter. Eins drunter, gut. 1968 das Beste und jetzt gleich nochmal wechseln und die Charlotte mitnehmen und ja. Habe ich schon zwei, aber nicht auf dem Großen. So, Ramses der Erleuchtete, wie ihr seht, hinter mir die Sonne. Das sieht doch schön aus. Und jetzt haben wir bestimmt Glück und nichts. Genial, 1916, jetzt ist es auch noch schlecht. Was will man da noch sagen? 1927 Shiny. 1927 Shiny, da vorne. Hier 44, das Beste. Jemand was Besseres? 65, das geht noch. Das ist im 100. Das war das Denkmal Charlotte und jetzt gehen wir gleich noch zum Friedhofseingang und dann geht's ab ins Wildgehege. Aber der Max und der Vorlaub sind dann leider nicht mehr dabei. Wird also immer weniger zum Ende hin. Aber das kriegen wir trotzdem noch hin. So, und der Friedhofseingang ist auch down, sagen wir mal. Und... mein Aufbewahrungslimit ist erreicht. Sehr schön. Jetzt weiß ich nicht mal, ob es ein Shiny wäre. Auf den anderen ist auf jeden Fall keins drauf. 1931. Wir hauen mal hier das Trassler weg. Das ist, glaube ich, geschlüpft. Im Endeffekt ist es ein 100er. Aber egal, wir hauen es einfach mal weg. Wir bewerten das jetzt nicht, weil wir müssen gucken. Na? Nichts. Toll. 1929, können wir eigentlich auch fliehen, aber nee, wir wollen ja alle fangen und die Quote aufrechterhalten. Dann machen wir jetzt noch Wildgehege, die drei Stück, und melden uns dann zurück.
1971 noch hier, habe ich vergessen. Leider keinen Shiny weiter, so wie es aussieht, aber geht's egal. Auch. Die verpieseln sich jetzt und weiter geht's mit gesenkten Mitteln. Was redet man so? Weiß ich nicht. So, Wildartentafel auch im Sack und 1953 auf der mittleren zumindest. Leider kein Shiny dabei. Naja, das war ja wieder klar. 1923 beim Kenny. Noch jemand ein Shiny? Ja. Nix. Das eine Handy kackt auch langsam ab, nur noch 7% Akku. Da müssen wir mal gucken, ob wir jetzt noch zwei schaffen. Weil das Holzwildschwein und die Schutzhütte am Schafsteich wollen wir noch machen. Aber mal gucken, ob das passt, sonst muss ich den einen halt weglassen. So, das Holzwildschwein ist auch hinter uns. Jetzt habe ich es natürlich unüberlegt gemacht. Jetzt kann ich gar nicht durchdrücken. Ja, muss ich mal wieder... Zwei Scheine in Folge. Schon 1946 noch dazu. Muss man hier mit der Nase draufdrücken. Und da wieder kein Shiny. Also noch ein Versuch. 1960. Oh, was sehen wir denn da in der Mitte? Seht ihr das? 1984, das ist das 100%ige. Das müssen wir natürlich fangen. Da sind wir gespannt, ob das drin bleibt oder nicht. Da muss ich mich gleich nochmal zurückmelden. So, und das 100er haben wir natürlich bekommen im 9. Ball ungefähr. Und nicht nur ich, sondern beim Kenny war auch noch eins auf dem Account. Das sieht man nämlich hier, 1984 und hier das von mir gefangene noch. Wir drücken es mal kurz durch, dass ihr das seht bei der Bewertung. Kannst mit allen aufnehmen. WP, Angriff, Verteidigung, ach KP meine ich, nicht WP. Bla bla bla, beste die ich hier gesehen habe, 100%. Nehmen wir mal mit. Und ein Raid ist noch übrig, wie ihr seht, 5 Minuten noch auf der Uhr. Und hier ist immer unsere schöne Biertrinkerhütte, aber heute ohne Bier. Man kann ja nicht alles haben, genauso wie ein Shiny, habe ich ja auch nicht. Aber mal gucken, eine Gelegenheit haben wir ja noch, vielleicht kommt es ja jetzt. Ja. So, die Schutzhütte am Schafsteich ist auch down. Wir drücken erstmal fix die anderen zwei durch, gucken da. Da ist noch ein Shiny dabei mit 1949. Ja, das dritte Shiny in Folge bei dem. Hier auf dem kleinen auch eins mit 1949. Aber der große, der wartet noch. Da sind wir gespannt. 19 Bälle sogar. Das sieht richtig gut aus. 6-mal Boss besiegt, 2 Schaden, 2 Kontrolle der Arena. 6 bester Freund, Leistung des Teams plus 3. 19 Bälle. Ich habe gehört, das meiste, was schon mal jemand bekommen hat, waren 20 Bälle. Wie auch immer. Und wir gucken, drücken drauf und es ist ein... Nichts! 1952, der zweite Raid-Tag in Folge ohne Shiny, das gibt's doch gar nicht. Beim Raikou schon reingeschissen, nichts passiert. Jetzt Entei, nichts passiert. Wenn ich zurückdenke damals, Arctos, Zapdos, Lavados, was sind die Dinger da hinterhergeworfen worden? Was hast du da die Shinies abkassiert und wieder getauscht und gemacht und getan? Und jetzt 20 Raid ohne Erfolg. Aber gut, man kann sich das ja von dem kleinen Account irgendwann mal rübertauschen. Und ich sehe jetzt schon wieder die Benachrichtigung dann beim Spieletrennen-Video mit einer Chance von 1 zu 10 und manche haben so 4 Stück bekommen oder 5 Stück und alle freuen sich. Man sitzt da und hat da nichts. Aber gut, ist halt eine Glückssache, wie immer. Das war's von meiner Seite aus. Schreibt immer in die Kommentare, wie viele Raids habt ihr gemacht und vor allem, wie viele Shinies habt ihr bekommen. Und ich hoffe, ihr hattet einfach Spaß. Lustig war es ja trotzdem. Wir freuen uns trotzdem auf Suicune, das dritte und letzte von den Raubkatzen. Das nutzloseste. Da schafft man bestimmt dann mehr, weil dann kann man nach jedem Raid direkt fliehen. Das muss man ja gar nicht fragen. Außer man hat einen Shiny. Das müsste also schnell gehen. Vielleicht schaffen wir dann mal wieder mehr als 20. Denn ganz am Anfang bei den Vögeln haben wir immer so 26 Raids gemacht. Oder 27 sogar. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramsus.